Du fragst dich, warum du in deinem agilen Projekt, zum Beispiel mit Scrum, trotz all der guten Dinge, die du implementiert hast, nichts gebacken bekommst. Vielleicht ist Multitasking dein Problem. Ich freue mich, dir heute dazu mehr zu erzählen. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hi, mein Name ist Julian, ich bin agiler Berater bei den Agile Heroes und habe in vielen Projekten bereits das Thema Multitasking in meinen Teams erlebt. Hast du schon mal vom Thema Cost of Context Switching gehört? Dabei geht es im Kern darum, was wir Multitasking oder mit Multitasking alles falsch machen können. Multitasking klingt auf den ersten Blick sehr attraktiv. Wir machen mehrere Aufgaben gleichzeitig und damit wird ja alles gleichzeitig fertig. Richtig? Falsch. Dabei fällt mir oft auf, dass egal ob die Teams nach Scrum oder nach Kanban arbeiten, es als effizient wahrgenommen wird, mehrere Aufgaben in einem Sprint gleichzeitig abzuarbeiten. Es klingt attraktiv. Wenn ich bei dem einen nicht so richtig weiterkomme, dann kümmere ich mich um das andere und das nächste und das nächste und das nächste. Und ganz schnell kümmere ich mich um 5, 6, 7 Aufgaben gleichzeitig. Wenn wir uns um all diese Aufgaben gleichzeitig kümmern, dann kostet uns das. Dafür gibt es den Begriff Cost of Context Switching. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bis zu 40% der Produktivität sinkt, wenn wir uns um mehrere Aufgaben kümmern. Nach einer amerikanischen Studie kann es über 20 Minuten durchschnittlich dauern, bis wir uns nach einer Unterbrechung wieder voll auf eine Aufgabe konzentrieren, die unseren Fokus erfordert. Denn kennt ihr das auch? Gerade im hybriden Arbeiten, unsere Kalender sind eng getaktet, wir haben mehrere Meetings hintereinander mit unterschiedlichen Themengebieten, sollen uns dazwischen noch auf E-Mails konzentrieren, vielleicht kommt ein ungeplanter Anruf rein. Wir machen noch eine Vorbereitung für einen Workshop am nächsten Tag. Wie effizient, glaubt ihr, ist das Ganze wirklich? Die Cost of Context Switching lässt sich hier immer nicht gleich beziffern. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich dieses Multitasking uns wahnsinnig Produktivität raubt. Wie schaut nun die Lösung des Dilemmas aus? Zum einen fange ich bei mir selber an und versuche, meinen Tag entsprechend zu strukturieren. Zum anderen versuche ich auch meinen Teams mitzugeben, dass wir eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten und nicht einen Turm aufbauen, den wir vor uns herschieben und versuchen, alles gleichzeitig fertig zu machen. Die Attraktivität dieses Turms erscheint auf den ersten Blick natürlich sehr schön. Wir haben am Ende dann ein großes Ganzes, das wir fertigstellen können. Gleichzeitig ist es viel effizienter, kleine Aufgabenschritte abzuschließen. Und ihr werdet merken, wenn ihr es ausprobiert, dass ihr ein viel erfolgreicheres Gefühl am Ende des Tages habt, weil ihr kleine Aufgabenblöcke abgearbeitet habt. Wenn ihr also bei der nächsten Sprintplanung mit eurem Team seid oder einfach nur eure Arbeitswoche strukturieren wollt, denkt daran, Multitasking schadet eurer Produktivität. Setzt euch Blocker im Kalender, habt nicht zu viele verschiedene Termine hintereinander, die andere Themen beinhalten. Und denkt daran, auch euer Team und euch selber immer wieder darauf zu sensibilisieren, dass die Kosten des Context-Switching real sind und wie ihr sie verhindern könnt. Was sind eure Best Practices? Habt ihr auch gute Ideen, wie ihr das verhindert und eine Aufgabe nach der anderen abarbeitet? Oder seid ihr vielleicht sogar Multitasking-Talente? Ich freue mich auf euer Feedback.